Ja, liebe Knochensteinfreunde, heute möchte ich mal wieder ein Gebäude bauen, ein Modulargebäude, denn nach den letzten Mini- oder Diamond-Blocks bin ich jetzt erstmal kuriert davon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Paul Stem Baustein. Ja, was bauen wir? Und zwar von Mold King, das Corner Post Office, mit der Setnummer 16010. Das Ganze hat 4030 Teile. Habe ich bei AliExpress bestellt. Und das Anleitungsbuch hier, das hat leider etwas beim Versand gelitten. Etwas zerknickt, das Ganze. Wir haben hier, na, ihr seht schon, das lässt sich leicht, schwer öffnen hier. 562 Seiten insgesamt. Und, 562 Bauschritte, so, Entschuldigung, und 193 Seiten. Zum Schluss wird dann das Postauto gebaut. Ja, und so wie ich die Sache sehe, ist da nichts ausgegraut, sondern es wird hier immer rot umrandet, was neu gebaut wird. Ja? Aha, das fallen uns gleich ein paar Aufkleber entgegen. Hält sich aber in Grenzen. Und dann schauen wir uns mal den Karton an. Den habe ich mal hier hingestellt. Einmal die Grundplatte. Und dann, schütten wir einfach mal aus. Achtung, ein bisschen lauter. Und dann haben wir die typischen Mold King Beutel. Das sind alles Zip-Beutel und unterteilt in Bauabschnitten. Das finde ich ja schon mal große Klasse. Außer eine Tüte. Da steht nichts drauf. Aber ansonsten haben wir hier, mal sehen hier, den. Ja, 10 Bauschritte, 10 Bauabschnitte haben wir da insgesamt, also 10 Tüten. Und hier ist die Nummer 1. Genau. Und mit der fangen wir an. Also das mit dem Zipbeutel finde ich gar nicht mehr schlecht. Muss ich sagen, gefällt mir. Gut, den Rest packe ich jetzt erstmal wieder weg. Das verteile ich auf meine Teller. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, Bauschritt 2 habe ich mal abgeschlossen vom ersten Bauabschnitt. Unsere 32x32 Baseplate haben wir jetzt mal angefangen zu fließen. Und ja, es ist ja noch nicht viel passiert, aber es lässt sich gut bauen bis jetzt, muss ich sagen, gefällt mir. Was noch ist, es war noch eine Tüte unten drin, die habe ich gar nicht gesehen, das war Zufall, dass ich da reingeguckt habe. Die war nämlich ganz unten drin und zwar ist es noch, hier, seht ihr? Kabel und eine Batteriebox und noch, ich denke, was ist, ach so, das sind so, und zwei so, also das ist ein Leuchtstein, hier, das sind unten, hier so Dioden drin und hier oben scheint anscheinend auch zu leuchten. Das kann man dann verbinden, das Ganze, und dann leuchtet es. Das finde ich toll. Ja, okay, ich verändere jetzt mal die Kameraeinstellung, weil es ist ja besser, wenn man es von nah ansieht. Ne? So, Bauschritt 29 und somit Bauschnitt 1, Bauabschnitt 1, Entschuldigung, haben wir abgeschlossen. Also erste Tüte ist fertig. Das haben wir übrig und wir haben jetzt schon mal den ganzen Boden hier gefliest und hier, ich weiß nicht, was das sein soll, Pakete, Päckchen da hinten aufgebaut in der Ecke, die Mauer hochgezimmert, hier haben wir ein, kann man das erkennen?
ein News. Das macht sich gar nicht scharf. Da steht irgendwas mit News drauf, keine Ahnung. Die Überschrift kann man noch lesen. Ich weiß nicht, ob das ein Bildschirm sein soll, das dann immer läuft. Ja, also ich muss sagen, ich bin bis jetzt wirklich begeistert, weil es auch Spaß macht, dadurch, dass es auch einzelne Tüten sind und man nicht Unmengen von Teilen hier hat. Und das finde ich schon mal sehr gut. Gefällt mir wirklich gut bis jetzt. Und auch so die Qualität von den Steinen, das ist, lässt sich alles schön verbauen. Da ist nicht irgendwie was locker oder sonstiges. Nee, das macht wirklich Spaß. Gefällt mir echt gut. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz verstehe, wir haben ja hier diese, ihr könnt es ja sehen, diese zwei Löcher hier unten, ne? Und auch auf der Seite. Es ist ja ein Modulargebäude, beziehungsweise es passt ja in den Straßenzug rein. Das ist ja aus dieser Novatown-Serie hier vom Mold King. Warum da allerdings dann, und bis jetzt schaut es ja so aus, eine Tür rein soll, ist mir ein bisschen schleierhaft. Denn es kommt ja da ein Gebäude ran. Also, was soll die Tür? Oder hier auch, wenn hier ein Fenster kommt, davon gehe ich mal fast aus, dass das ein Fenster wird. Warum? Verstehe ich nicht. Wenn hier ein Gebäude rankommt, brauche ich da kein Fenster. Das sieht man ja dann sowieso nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich noch solche Steine, aber so viele Steine habe ich leider nicht davon, dass ich das einfach hier zumachen würde. Also zumindest die Tür. Aber das funktioniert wohl nicht so ganz. Also so viele Steine habe ich davon nicht. Naja, jetzt machen wir erstmal weiter mit Bauabschnitt 2. Also mit Tüte 2. Was haben wir denn hier? Auch wieder so ein Zipbeutel. Und in dem Zipbeutel sind, naja, diesmal sind es ein paar Teile mehr. Das ist schon der Türrahmen. Da haben wir es schon. Also kommt da echt eine Tür rein. So ein Blödsinn, ne? Ja, auch wieder, nein, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Beutel diesmal. Naja, ich packe das jetzt wieder auf meine Teller und dann machen wir mal weiter. Ja, liebe Noppenstein-Freunde. Wir haben Bauschritt 145 und somit Bauabschnitt 2 abgeschlossen. Und ihr seht schon, die nächsten Tüten liegen schon bereit. Und es hat sich einiges inzwischen getan. Also, wir haben jetzt hier den Verkaufstresen reingebaut. Ein Telefon hier rangehängt, inzwischen auch einen Treppenaufgang gemacht. Jetzt muss ich gleich dazu nochmal sagen, hier zu der Tür. Also ich habe schon von Anfang an vermutet, dass da ein Fenster drin ist und auch eine Tür. Wie gesagt, es ist ein Eckgebäude, ihr seht es hier an der Pin-Aufnahme hier unten, dass da Häuser rangemacht werden können. Die Pins habe ich auch. Die waren dabei, aber habe ich nicht reingemacht, denn es kommt nur an die Seite ein Gebäude ran und deswegen habe ich auch die Tür jetzt so rangemacht, dass sie nach innen aufgeht. Normalerweise sollte die nach außen aufgehen, aber dann hätte ich den Türknauf, den hätte ich dann so weit draußen wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert hätte, dass dieses Haus, das was rankommen soll, genau dran ist. Genau. Das wollte ich erst noch mal kurz sagen. Warum jetzt auch hier so Steine da extra verbaut worden sind, andersfarbige Steine, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auch hier unten dieses runde, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Steine, warum das da drin ist, weiß ich auch nicht. Oder auch hier könnt ihr sehen. Das sind Mauersteine, ich muss mal gucken, hier, das sind Mauersteine, aber andersrum. Weiß ich nicht. Hier haben sie es so reingebaut, da, seht ihr, und da sollte ich sie andersrum reinbauen. Ich habe keine Ahnung warum. Oder auch hier diese eine hier. Ich meine, es ist ja sowieso, wie gesagt, es kommen Häuser ran, also von daher, man sieht es nicht, aber ich verstehe die Logik, verstehe ich nicht. Gut, aber auf jeden Fall die schönen kleinen Details, die finde ich klasse halt. Ja. Wird das mal scharf hier eigentlich? Fokus?
Jetzt. Ja, also das finde ich schon schön gemacht. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Mit dem Wartebereich und den Stühlen und innen drin ist ja dann auch hier, ihr seht es, da sind ja die Briefstapel und die Pakete hatten wir ja vorhin schon gezeigt. Also es ist schon wirklich ein schönes Gebäude. Es macht auch Spaß zu bauen. Hatte allerdings auch ein Fehlteil schon, aber ich glaube, das kann man gar nicht so erkennen. Und zwar, ja, noch, wenn ich so ein bisschen hier im Licht sieht man es. Es ist hier unten, hier, ein roter Stein drin. Der gehört normalerweise nicht da rein. Das ist ein 1x2 Jumper Blade und ja, den habe ich aber im Braun leider nicht gehabt, wie es da rein soll. Und deswegen musste ich in meinen Kästchen einen roten nehmen. Aber ja, das sieht man sowieso kaum. Also von daher stört es mich jetzt auch nicht weiter. Jo, die Tür hier, also da sind ja zwei, beziehungsweise zwei große Scheiben drin. Ja, ein bisschen milchig sind sie, zerkratzt eigentlich weniger, auch die kleinen Fenster oben. Zerkratzen sie weniger, aber ein bisschen milchig. Und die Tür geht halt nach innen auf. Auch nicht richtig, weil hier ja ein Mauervorsprung ist, also ganz auf geht sie nicht. Aber sie hält und das ist für chinesische Türen gar nicht mehr schlecht. Na, normalerweise fallen die ja immer von alleine auf oder zu, aber nö, das hält gut. Auch hier sieht man das auch nochmal, ein Computer ist da angedeutet und auch Scheiben, die haben schon damals Corona-Schutz dran gemacht. Ja. Und auch das Regal hinten, das ist wirklich alles schön gemacht und sind tolle Details. Gefällt mir. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal gleich weiter mit Bauschritt oder Bauabschnitt 3. Ja, liebe Noppenstein-Freunde, Bauschritt 187 bzw. Bauabschnitt 3 ist fertig. Wir haben uns unser Erdgeschoss zu Ende gebaut. Drin hat sich ja nichts verändert. Habe ich euch ja schon alles gezeigt. Die Mauern sind hochgezimmert. Jetzt sind nur noch ein paar Noppen da, um dann das Erdgeschoss drauf zu klemmen, dass es auch hält. Dann haben wir die ganze Fensterfront hier eingebaut. Das schaut schon mal cool aus, oder? Mit den Bögen hier oben. Finde ich klasse gemacht. Ein Schild, damit wir auch wissen, was für ein Gebäude das ist. Mit einem Brief drauf. Das sind übrigens die ganzen Sticker. Es waren ja nicht viele. Dann zwei Briefkästen, wobei ich nicht weiß, warum die nach vorne aufgehen so. Kriege ich jetzt gleich auf. So. Die gehen nach vorne auf, kommt ja jeder ran. So geht es ja nun auch nicht. Ja, dann haben wir hier noch eine Tür jetzt da reingesetzt. Und einen schönen vollen Blumentopf, eine Bank und die Laterne. Und ich muss sagen, das macht schon was her. Hat auch jetzt schon ganz schön das Gewicht, das Ding. Aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen werde, ich werde dann mal hier und da irgendwo, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, eine Jumper Blade reinmachen, um da eine Figur hinzustellen, dass die nicht immer umfliegt. Ja, aber ansonsten macht das schon was her. Gefällt mir ausgesprochen gut. Jetzt wird es ja dann ein bisschen gelb. Die Mauern oben in der ersten Etage bestehen ja hauptsächlich aus gelben Bricks. Naja, und dann schauen wir und hoffen, dass es so weiter geht und sich schön bauen lässt. Also mir gefällt das ausgesprochen gut. Was meinten ihr? Bis auf das Fenster und die Tür da hinten. Aber gut, das hatten wir ja schon erläutert. Okay, also machen wir mal weiter und reißen die vierten Tüten auf. Bis denn. So, inzwischen haben wir Bauschritt 229 abgeschlossen und wir sind in der ersten Etage schon ein ganzes Stück weitergekommen.
So schaut das jetzt aus. Hier unten, das sind alles, ich zeige es euch mal von unten, zusammengeklöppelte Platten. Und biegt sich leider auch etwas durch, deswegen. Ich hoffe, das gibt sich nachher, wenn man es dann aufsetzt, dass es dann gerade bleibt oder wird. Ja, dann haben wir hier, ihr seht schon, ein abstraktes Kunstwerk gebaut. Das finde ich ganz klasse, das Bild, finde ich schön gemacht. Und einen kleinen Teppich finde ich leider auch ein bisschen schade, dass hier wahrscheinlich nicht mehr weiter gefliest wird. Und ja, vier Stühle und einen Tisch jeweils dazu, die Treppe in die zweite Etage dann hoch. Hier eine Tür mit einem kleinen Balkon. Ja, und das war's bis jetzt. Ich habe ja noch ein paar Teile hier liegen und deswegen bauen wir mal ganz schnell weiter. So, Bauabschnitt 4 haben wir abgeschlossen. Und es hat sich wieder einiges getan hier im ersten Stock. Jetzt haben wir mal einen Tisch und zwei Gläser, Becher, was auch immer. Einen kleinen Blumenstrauß, eine Stehlampe. Was das hier sein soll, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, was das darstellen soll, dieses komische Teil da. Zu den Tischen da unten haben wir noch so eine, ich denke mal, das sind Bildschirme. Sollen das darstellen dazu gekriegt? Eine Grünpflanze ist noch da. Ja, und dann haben wir noch hier auf der Seite so einen Erker gemacht und ein paar Fenster reingesetzt. Ja. Also ganz schön. Und jetzt folgt ja auch schon Bauabschnitt 5 und Bauschritt 261. Ich denke mal, ich werde die erste Etage fertig machen und dann werde ich eine Pause einlegen und dann noch einen zweiten Teil irgendwann hinterher schmettern. Also ich denke, das ist so mein Plan. Aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig. So, Bauabschnitt 5 bzw. Bauschritt 302 haben wir abgeschlossen. Und unsere erste Etage ist fertig. Wir haben jetzt hier alles noch begradigt hier oben, dass wir dann die nächste, also die zweite Etage dann draufsetzen können, dass das alles schön bündig wird. Das sind hier diese, ich weiß gar nicht, wie die Fliesen da heißen mit diesen zwei Noppen auf jeden Fall, wo dann die Etage wieder drauf kommt. Innen drin, das habe ich euch ja schon alles gezeigt. Da ist ja nichts weiter dazugekommen. Nur von außen haben wir halt jetzt noch die Umrandungen von den Fenstern hier gemacht. Finde ich sehr schön gelungen. Und den Balkon haben wir auch noch verziert. Dieses Sand Green, das finde ich sowieso, ich glaube, das ist Sand Green, ne? Das finde ich sowieso eine schöne Farbe. Ja, und auf der Seite auch noch. Und innen drin sieht man ja auch noch, sind ja also angedeutete Vorhänge. Hier diese, kann man das überhaupt erkennen da hier, diese dunkelgrünen Teile hier. Genau, da kann man das schön sehen. Es ist wirklich sehr detailreich. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich würde sagen, wir verbinden jetzt das Ganze mal mit dem Erdgeschoss. Das Einzige, was halt auch hier wieder ist, das sind diese Plates hier, ne? Ihr seht schon, ihr seht ja nicht, so, ja, die sind wieder, die verbiegen sich leider wieder. Naja. Gut, es ist wie es ist. Ich denke auch nicht, dass es jetzt besser wird, wenn ich da was drauf sitze. Aber wir machen das jetzt trotzdem. So, schieben wir das rein. Jetzt ins Bild schieben. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir das alles schön verbunden kriegen hier. Ja, das hat schon mal gut geklackt.
geklappt und geklackt. Ja, auch. Hier noch nicht so ganz. Na, es ist noch nicht so. Das von der Seite besser. Mal sehen. Ja, das muss, also schief wird es nicht gehen, es muss genau gerade raufgesetzt werden, denke ich. So, genau. Nee, immer noch nicht. Das ist gar nicht so leicht, das da drauf zu kriegen. Ich dachte, das ist ein bisschen einfacher. Weil hier hängt es immer noch in der Ecke immer noch drüber. Aber ich müsste es doch irgendwie drauf bekommen. Also probieren wir es erstmal auf der Seite und dann hier, jetzt hängt es da. Was sage mal, irgendwo klemmt es hier noch. Es ist zwar schön, dass man das abnehmen kann, aber rauf machen sollte man das auch können. Ohne, dass es da Stress, ein Stress ausartet. Gibt's doch gar nicht. Das hier jetzt wieder. Das ist wahrscheinlich irgendwo so eine Millimeter Sache. Irgendwo hängt das hier. Ich weiß nur nicht genau wo. Jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es drauf. Hat ja lang genug gedauert. So. Hervorragend. Juhu, wir haben es geschafft. So. Hat doch was, oder? Schaut cool aus. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Und das hat jetzt auch schon ganz schön Gewicht, dieses Teil. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt abgeschlossen. Die erste Etage. Und ich werde jetzt mit der zweiten Etage dann anfangen. Aber wie gesagt, dafür mache ich dann ein extra Video. Und das stelle ich euch dann extra vor. Jetzt habe ich das hier auseinandergenommen, weil ich festgestellt habe, dass das nicht gleich hoch ist, diese, oder so ist nicht, was das sein soll, Laternen da, oder diese Säulen. Und deswegen habe ich das jetzt mal kurz auseinandergenommen, sonst kriege ich es nicht mehr zusammen. So. Das muss ja bestimmt hier dann irgendwie so hoch. Okay, also, das war das. Und wir sehen uns dann bestimmt zum zweiten Teil wieder. Ja, Leute, das war der erste Teil von dem Set 16010 Mold King. Die Corner Post. Wie gefällt euch das? Also ich finde es bis jetzt echt klasse, macht Spaß zu bauen. Die Klemmkraft ist auch wirklich sehr gut, da gibt es nichts zu sagen. Das Einzige, wie gesagt, ist hier, ne, hier kann man sehen, diese Baseplate, die wackeln halt ohne Ende. Also das nächste Mal muss ich, glaube ich, stabilere nehmen. Aber sonst finde ich das wirklich ein schönes, gelungenes Gebäude. Macht auch echt was her. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum zweiten Teil von dem Gebäude, wenn ich dann die zweite Etage und das Dach mache. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und sage ciao, euer Paul.